Hallihallo. Das ist wieder schön, dass ihr bei mir vorbeigeklickt habt. Ich habe wieder eine neue BD mir zugelegt. Das wurde auch schon oft genug hier vorgestellt auf YouTube, der Film. Und zwar Gravity im Steelbook. Und zwar die Exklusiv-Amazon-Version in 3D. Also es ist einmal der Film in zwei verschiedenen Versionen. 2D und 3D. Das Steelbook ist auch dasselbe, weil das gibt es nämlich noch einmal. Und zwar für Mediamarkt und Saturn. Das ist optisch genau dasselbe von außen, nur eben halt der 3D-Schriftzug ist da weg. Und es ist auch nur die 2D-Version drin. Wenn es reicht, kann ich da eben halt sagen, holt euch das bei Mediamarkt oder Saturn. Ich habe mich auch für die 3D-BD entschieden. Der Ali bei Ali Filmneuheiten oder Alis Filmneuheiten. Ne, Blu-ray-Neuheiten, um Gott Verzeihung. Also der Ali von Blu-ray-Neuheiten. Der hat sich das Steelbook, das normale geholt, bei DVD, bei Mediamarkt und Saturn. Ja, der Film ist klasse. Also leider, also ich habe mir in 3D angeguckt und die 3D-Effekte sind echt sauber. Also echt super, super, super. Das 3D-Feeling ist echt klasse, wenn auch, da fliegen so Partikel dir entgegen. Da zuckt echt das Auge schon automatisch, weil du denkst, du kriegst es ins Auge. Also echt toll, also die 3D-Effekte prima. Auch der Ton, super abgemischt, also so sollte es sein, dass Sprachen auch wirklich mal von hinten links, mal von hinten rechts kommen oder hinten allgemein sind. Also Ton, bildmäßig, klasse. Also 5.1, super. 3D-Effekte, super. Die Qualität ist klasse. Und die Story in dem Film, also ich finde das, also wenn ihr den Film Open Water kennt, ja, wo die zwei Taucher auf den Ozean zurückgelassen werden. So ungefähr, nur eben halt in All. Ein bisschen anders halt. Aber so eben halt das Feeling. Also es wird nicht langweilig, also geht klasse vorbei. Ja, genug geschwafelt. Das Bild, ich habe es in 3D halt geschaut. Leider mit 16:9 die Balken wieder, kein Vollbild. Was wollte ich noch sagen? Ja, ein paar Szenen zum Schmunzeln sind bei mir auch mit dabei gewesen. Und zwar, ihr kennt Wall-E, die Feuerlöscher-Szene, die ist hier auch. Dann kennt bestimmt einige Mission to Mars mit dem Ausklinken des Karabiners. Das ist hier auch irgendwie so immer mit drin. Ich klinke mich aus, hier halt durch, hau rein und so. Gell? Ist hier auch mit dabei. Und dann gibt es noch eine Szene, wo ich echt schmunzeln musste, wo Sandra Bullock in diese Luftschleuse kommt. Und dann erstmal ganz kurz durchatmet und vor dieser Luftschleusentür dann so einige Zeit liegt und dann diese Embryo-Stellung einnimmt. Man sieht auch ganz deutlich Embryo-Stellung mit eben halt diese Versorgungsleine als Nabelschnur und dann halt das Licht. Also ist so, eigentlich ist es wie eine Bibel-Verfilmung irgendwie, ich weiß nicht, ja. Dann die ersten Schritte, wenn das Ding gelandet ist, also sie kommt auf den Boden und sie hat eigentlich nur Pech, selbst wenn sie auf der Erde ist. Hat es irgendwie nur Hudeleien. Dann auch so die ersten Schritte so ans Land und so. Ist schon sehr, fast schon, könnte auch so Bibelstamm alles, ja. Aber genug geschwafelt vom Film. Also ich finde den Film klasse, kann ihn nur empfehlen. Also ich habe den auch vorher nicht gesehen. Ich habe mir nur meine Kritik angehört und das war's. Und also es ist wirklich Augenporno, ja. Augen 3D-Porno, also und eben halt Ohren. Also, der Sound ist wirklich klasse abgemixt. Aber jetzt genug geschwafelt, jetzt endlich mal das Steelbook gezeigt. Aber es haben ja schon einige von euch auch schon vorgestellt und gezeigt. Es ist seitenmatt gehalten, wenn ich das mit einem Foto vergleiche. Und ich habe auch eine, seht ihr das hier? Da. Eine leichte Delle. Eine leichte Delle ist drin. Das ist auch die einzige, stell dich auf, das ist auch die einzigste Macke, die das Steelbook hat. Okay, das 3D, ich meine, das hätten sie weglassen können. Das hätten sie, ja, reicht ja das hier, ne? Aber egal, ich will nicht meckern. Ich finde es ganz okay, das Steelbook. Kann da nicht großartig jammern. Ja, lasst nicht los. Okay. Also ist ganz schlicht gehalten hinten auch wieder. Ganz cool. Wie gesagt, nur eine kleine Delle. Auch selbst der Ali von Blu-ray-Neuheiten hat ja auch hier irgendwo einen kleinen Kratzer gehabt. Das ist halt so.
Ja, so sieht es von innen aus. Und ich sage es gleich, es ist von innen bedruckt. In so einer Farbe. Ein Farbdruck. Hier ist die 3D-Version. Das ist die 2D-Version hier hinten. Ach ja. Kann ich gerade so dran machen, so jetzt seht ihr es. Innen drinnen bedruckt. Ich tue mal das gleich ummodeln. Finde es immer toll, wenn die da sich doch mehr Mühe geben und das drinnen bedrucken. So, ich habe das 3D mal unten getan, weil ich doch eher dann die 2D immer gucke. Die 2D habe ich schon nicht gesehen, ich habe gleich die 3D geschaut. Kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch das 3D an. Ist wirklich klasse. Ja, Gravity im schönen, schicken Stil. Hallo. Ihr müsst euch selber entscheiden, was ihr ausgeben wollt. Es ist nicht gerade ganz günstig, weil es ist ja einmal der Film auf in zwei Filmversionen. Wenn ihr auf das 3D verzichten könnt und auf das Steelbook holt euch das normale. Wenn nicht, dann holt das Steelbook eben halt mit 2D. Egal. Also müsst ihr dann entscheiden. Aber das Steelbook ist okay. Ist schön gehalten. Der Film geht gleich los. Wird eigentlich auch nicht langweilig, muss ich sagen. Klasse Teil. So, und bei dem Film ist natürlich auch wieder eine digitale Kopie mit dabei. Und ihr wisst, wenn ihr mich aufmerksam verfolgt, dass ich eigentlich immer diese digitale Kopie nie brauche und eben halt deswegen freigebe. So, wer jetzt das Video zu Oz gesehen hat, dem wünsche ich viel Spaß mit dem Film Gravity als digitale Kopie von Digital Ultraviolett. So seht ihr das, so ein Netzer, weil ihr schön mein Video schaut, habt ihr als deines Bonus eine digitale Kopie. Bitteschön. Derjenige, der das jetzt eingelöst hat, viel Spaß mit dem Film. Ich habe ihn. Ich finde den Film klasse. Dann schaut ihn euch mal an und könnt ihr mir ein Feedback zurückgeben, wie ihr den Film fandet. Oder eben halt nicht fandet. Natürlich war wieder auch so das Steelbook in so einem Umschlag drin, ja, Infoblatt, limitierte Edition, ja. So sieht es halt nochmal von hinten aus, dass ihr nochmal durchschauen könnt. Specials, die habe ich noch nicht angeschaut, die sind auch nur auf der 2D drauf, 3D hat die gar nicht drauf, die Specials. No. Ja, ihr seht jetzt, wie lange das geht. Also 91 Minuten, die gehen auch sehr schnell vorbei, wie ich finde. Kann man nicht meckern. Also, Bild klasse, aber leider mit 16:9 Balken. Dann Deutsch in 5.1, aber digital. Und der ist wirklich sehr gut abgemixt, der Ton, muss ich ehrlich sagen. Also kann ich wirklich nicht meckern, hört sich toll an. Und ist sehr bedrückend. Manchmal auch ein paar Szenen drin, wo man eben halt lachen musste, also jedenfalls ich, wo ich gedacht habe, ey, das ist doch aus den und den Filmen, das ist doch genauso dieselbe Szene, ne? Ich sag nur Wally, Feuerlöscher, Embryostellung und hast nicht gesehen. Ja, das war's eigentlich wieder von mir. Das war jetzt mein 401, das 401. Video, 401. Und ich denke mal, es werden noch mehrere. Und ich hoffe, dass meine Abonnenten halt auch steigen und auch stabil bleiben bei mir. Und nicht nur wegen den ganzen digitalen Kopies vorbeischalten. Ja, das war's von mir. Genug geschwafelt. Ich will eigentlich die Videos gar nicht so lang machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe immer was zu erzählen, weil ich verbinde jetzt immer doch die Filme mit meinen Eindrücken. Weil ich stelle auch die Filme auch gleich vor. Auch wenn ich sie gesehen habe. Also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier als Erster ein Video reinknalle, ja, und packe den aus und habt ihr noch gar nicht gesehen. Also deswegen habt ihr immer eine relative Meinung von mir, wie ich den Film finde. Jo, das war's. Genug gelabert. Bis demnächst wieder. Der dicke Yoshi. Bye, bye.